Hallo und herzlich willkommen zu Sea of Stars mit mir, DF. Und ich weiß über das Spiel nicht wirklich viel. Ich habe mir kaum Trailer angeguckt. Ich habe nur gehört, dass es ein sehr gutes, modernes Retro-RPG sein soll. In ähnlicher Manier wie Chrono Trigger, aber auch wie alte Final Fantasies oder Golden Sun habe ich auch ab und zu mal gehört, aber was ich in den Trailern gesehen habe, das sah nicht nach Golden Sun aus, sondern wirklich nach Chrono Trigger. Und ich spiele das jetzt auch nur, weil so viele Leute sagen, das ist so mega geil und so toll und das ist halt wie ein neues RPG für den Super Nintendo. Man sieht aber schon, die Grafik hätte der Super Nintendo nicht hinbekommen. Wie viele Sprites und überhaupt hier 16:9 und ich spiele das hier im 4K und so, das hätte der Super Nintendo nie hinbekommen. Also nicht nur die Sprites, sondern auch die Pixeldichte und so. Aber weil das so im Hype ist, dachte ich, ich schau mal rein. Ich kann es ja immer noch, wenn ich nur 2 Stunden spiele, es zurückgeben auf Steam. So ist es ja nicht, aber ich glaube, mir wird es gefallen. Ich hatte erst es sehr negativ aufgefasst, weil es sah einfach aus wie, komm, wir machen Chrono Trigger mal selber. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, sondern dass es schon seine eigene Identität hat. Es ist von denselben Leuten, die The Messenger gemacht haben. Das ist so ein Action-Jump-Run-Dingenskirchen. Auch im Retro-Stile, da wechselt man von 8-Bit zu 16-Bit. Ich weiß nicht genau, ich habe The Messenger mir nie richtig angeguckt, deswegen weiß ich nicht genau, dass da gehandhabt wird, weil es 2 verschiedene Welten sind oder einfach nur so zwischen 8 und 16-Bit gewechselt wird. Auf jeden Fall spielt das hier in derselben Welt und soweit ich das verstanden habe, spielt Sea of Stars vor The Messenger. Aber ich habe von beiden Spielen so wirklich keine Ahnung. Von dem Spiel habe ich mir hier, also von Sea of Stars, habe ich mir nur Handvoll Trailer angeguckt. Es sah interessant aus, aber irgendwie ist es mir negativ aufgestoßen. Aber wie gesagt, man kann ja mal es einen guten Versuch mal geben. Und dann schauen wir einfach mal, wie es dann so ist. Genug gelabert, wir fangen einfach mal an. Neues Spiel. Sea of Stars hat 2 Hauptcharaktere. Wähle aus, wer die Gruppe anführen soll. Dies kann später geändert werden und hat keinen Einfluss auf die Geschichte. Zail oder Valere? Oder Valere? Ein Klingentänzer, der zum Sommer Sonnenwende geboren wurde, er wandelt auf den Pfad des Wächtergottes Solen. Ein Mönch, der zur Wirtssonnenwende geboren wurde, die wandelt auf den Pfad der Wächtergötterin Luana. Der ist sowieso Wurst. Es rappelt in der Kiste. Es ist so schwer, weil man kann nicht einfach rechts drücken und dann geht er wieder nach links, sondern man muss wirklich links und rechts drücken. Ja, keine Ahnung, ich nehme Sail. Keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal. Große Archive. Ich hoffe, die deutsche Übersetzung ist auch gut. Willkommen in den großen Archiven, Abenteurer. Ich schätze, eure Neugier hat euch hergebracht. Wer bist du denn? Zweifellos eine wichtige Eigenschaft. Ich bin der Archivar, ein Unsterblicher und Alchemist. Oh, moin. Doch, das wisst ihr vielleicht schon. Nein, wusste ich nicht. Vielleicht doch. Nachdem ich Jahrtausende damit verbracht habe, die vielen Ereignisse in zahllosen Zeitleisten zu dokumentieren, kam ich her, um nachzudenken. Als ich über die Geschichten in diesen Büchern und Schriftrollen sinnierte, hatte ich jüngst eine Erleuchtung. Scheint, dass ich in meiner Eile genau das übersah, was ich eigentlich finden wollte. Ich möchte daher eine besondere Geschichte aufgreifen, eine, die bezeugt werden muss. Ich hoffe auch, dass die Audioeinstellungen gut genug sind, dass sie nicht so laut, nicht so leise und alles ist. Weil ich habe alles eingestellt, aber das auch nur auf den Titelbildschirm. Ich habe das Spiel nie angefangen und deswegen keine Ahnung, ob das jetzt in-game anders sein wird. Ich muss darauf aufpassen. Sollte die Nebel der Zeit eine leichte Änderung erlauben, denke ich, dass der einst
dargebotene Hoffnungsstrahl aufleuchten könnte. Ich find's süß und quasi, wenn er sich da so umdreht. Also geht heute Nacht mit mir auf das, was auf das wir gemeinsam eine Abenteuerlegende erkunden. Eine von Magie und List, von Freundschaft und Wunder. Aber vor allem eine des Heldentums. Eine, die so, glaube ich, wertvolle Einblicke für die Suche nach einer Lösung für die Qualen des Fleshmancers bietet. Was für ein Ding? Nun fühle ich mich bei all diesen Zeitleistungen und ihren subtilen Variationen ein wenig verloren. Doch ich weiß genau, welche die perfekte Ausgangspunkt ist. Mal sehen, was wir hier drin finden. Also es fängt schon mit Zeitgedöns an. Ist irgendwie nicht so gut. Ah ja, unsere Geschichte beginnt in einer Welt, die wie der Fleshmancer vor Generationen aufsuchte. Dort verursachte er Chaos und hinterließ ein Mal, das immer noch wirkt. Irgendwo auf Evermist Island machen sich zu zwei tapfere Kinder der Sonnenwende auf den Weg, um einen unsterblichen Geist zu treffen. Um zu Kriegern der Sonnenwende werden zu können, müssen sie lernen, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Was? Magie nutzen, ohne sie einzusetzen, das ist ja, also, das ist auch komisch. Gebirgsfahrt. Das sind die beiden, die wir gerade da aussuchen konnten. Na bitte, wir haben den Gebirgspfad erreicht. Kann wahrscheinlich rechts nicht lang, weil das zu hoch ist. Pokémon-Logik. So weit, so gut. Der älteste des Nebels lebt hier also irgendwo. Hm? Denkst du, das ist eine weitere Prüfung? Könnte sein, aber besser als in der Akademie rumzusitzen. Ich mag die Pixelart sehr gerne. Und zu nähen. Ha, ja, ich bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Schenkt euch an, denn der Wille, den ihr hinwebt, wird eure einzige Verteidigung in Zeiten größter Not sein. Vermögen euch die Lektion überflüssiger erscheinen, doch etwas tief in eurem Inneren ist zu lernen gewillt. Hey, die Sonne wird bald untergehen. Wir sollten langsam ein Lager errichten. Teilen wir uns auf und suchen nach einem guten Platz. Da ist sich mal umzusehen. Huch, wer bist du denn? Nichts wird mich aufhalten. Ah, das ist ein Skills-Item. Kampfmusik ist geil. Angriff. Verwundbar. Ah, das ist, glaube ich, wie viele Züge das sind, was er angreift. Ich kann sein Leben nicht sehen, deswegen habe ich keine Ahnung. Ich krieg 3, wenn ich angreife. Brugraves hatte recht, gegen die Kämpfe kämpft es sich schon leichter. Mal sehen, wohin das führt. Ich weiß nicht, soll ich den Stick benutzen oder? Ja, ich glaube den Stick für die Umgebung. Weil das sich einfach besser anfühlt. Was ist das hier für ein Ding? Ja, wo ist abgenutzt, aber sie weist eindeutig auf einen Brauch für Kinder der Sonnenwende hin. Älteste des Nebels. Okay. Valer ist auf dieser Seite. Ich werde nach rechts gehen. Okay. Hüpf. Auf A. Ist hier irgendwas? Ich mag die Grafik mega sehr. Oh, was bist du denn? Kommst du an? Ja, okay, du kommst an. Du bist ein... Bin ich angezeigt. Okay, mein... 3... Irgendwas lädt sich auf. Otsch, der Typ, was? Versuchen wir das. Skills. Sonnenmagie, Geschoss, was auf Ziel in der Nähe überspringen. Sonnenball. Oder heilen sich, steckt die LP eines Verbündeten wieder her. Das war ein Sonnenball. Halte A für Kraft. A halten? Ah, aufladen. Aber wahrscheinlich werden das Zelt was gefunden. Nur eine Sackgasse und du? Nichts Sinn, wert ist, aber der Weg hinauf führt bestimmt hier durch. Die Sonne geht unter, komm rüber, ich mache ein Feuer. Nur sofort, hab schon Hunger auf Tomaten-Sandwiches. Tomaten-Sandwiches. Da, um die Schrittleitern auszurollen.
Kann ich hier rüber? Nee, ich kann nicht hier rüber springen. Wahrscheinlich muss man den Feuerball richtig timen, weil ich habe gesehen, dass der einmal groß aufgelöscht ist und dann wieder kleiner wurde. Was ich aber auch sagen wollte, oder habe ich es gesagt, wenn wir einen Kampf hinter uns bringen, dann ist sind wir wieder voll geheilt. Was ist das für ein schneckiges Dingens? Ich habe auf die Schnecke geachtet, dass ich nicht merke, dass hier Felsen runterfallen. Hallo, Herr Schnecke. Erstmal Skill, Sonnenball, das kostet 8 MP, aber egal. Hornschnecke. Okay. Hier so, zack. Du Feuerball, Junge. So, weiter. Ich wechsle die ganze Zeit zwischen Digi-Kreuz und Stick. Das ist noch so ein Tier. Mir wird leider nicht gesagt, wie die heißt. Ob das uns nachts angreift? Aber wir haben seinen Bruder getötet anscheinend. Ha, nicht so lustig wie dein Gesicht, als du zum ersten Mal einen Sonnenball zerschmettern wolltest. Oh, ich höre den Direktor immer noch lachen. Wie gesagt, egal ob ihr im Unterricht aufmerksam seid oder leichtsinnig Geschosse mit der offenen Handfläche schlagt, ihr werdet die erste Regel der Sonnenmagie erlernen. Na gut, du hast gelernt. Naja, hier hat ein Versuch gereicht. Vermisst du die Zeit manchmal? Vor der Ausbildung einfach nur Kind sein, Tagträumen in Schwierigkeiten geraten. Fehler machen. Tut mir leid, weil er... Ich wollte nicht... Schon gut, ich verstehe, wieso er nicht mit uns kommen wollte, nach allem, was passiert ist. Nur... Wer? Er hätte sich verabschieden können, weißt du? Nach 10 Jahren ohne ihn, nur um zu wissen, dass es ihm gut geht. Und ob wir immer noch Freunde sind. Wer denn? Wieso mussten wir überhaupt so vorschnell sein? Ach, Garl. Wer ist Garl? Das ist ein Büchlein. Vor 10 Jahren im Dorf Hooncradle. Da ist noch so ein Buch. Das ist wahrscheinlich eine Speicherstation. Meine Waffe muss jedenfalls ordentlich reinhauen. Ich werde eine schnelle Waffe wählen. Ja, wird das aufhalten können. Denkt an die Wunder, die wir finden werden, nachdem wir Van Mist Island verlassen haben. Ich möchte den Schläfer sehen. Was ist das? Ich mag die Musik hier sehr. Habt ihr noch nie vom Schläfer gehört? Der Legende ist ja eine Schlange, die seit einer Zeit, die noch nicht einmal von fahrenden Historikern dokumentiert wurde, um einen Berg gewunden, schläft. Gibt's nicht. Allerdings, und er ist wahnsinnig gefährlich. Aber keine Sorge, er wird nicht erwachen. Wieso nicht? Offenbar hat der Berg Löcher, der Wind, der sie durchströmt, erzeugt eine Melodie, ihn schlafen lässt. Wow. Das würde ich auch gerne sehen. Die Glocke, Alina und Bugave sind zurück. Schnell, vielleicht können wir sie abfangen, ehe sie die Akademie betreten. Jetzt, erstmal das Töpfchen nachsuchen. Okay, das kann ich nicht öffnen. Jetzt wird wahrscheinlich ein Speicherort sein. Ja. Eines dieser Spiele, wo man selber speichern muss. Kein Autosave gibt. Ich weiß nicht, wie gut das ich finden soll. Ist halt ziemlich oldschool, aber... Und dieses Spiel, das geht so ein bisschen Richtung oldschool. Aber trotzdem ein bisschen doof ist das ja schon. Was ist denn hier los? Dorfbewohner, hallo Jünglinge. Spielt ihr wieder in dieser kleinen Höhle da unten? Okay, sagst nichts Intelligentes.
Diese Feldfrüchte sind unsere Hauptnahrungsquelle. Es ist harte Arbeit, aber wenn wir täglich zusammen essen, erinnere ich mich wieder, dass es die Mühe wert ist. Huch, da häng ich fest. Die Fässer kann ich nicht untersuchen. Ich finde es schön, dass wir so ein kleines Leuchtturm um uns selber haben. Will nicht. Okay, das ist was für Kürbisse oder so. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich will nicht zu weit gehen und auch. Oh, oh, schade. Hey, wartet! Oh! Damit habe ich nicht gerechnet, eine animierte Sequenz. Da seid ihr ja. Spielt ihr wieder in eurem geheimen Versteck, Elina? Hugo Graves wird der andere sein. Ich habe den Namen nicht gelesen. Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie verwenden. Wirklich? Dann lass mal sehen. Feuer. Boah. Komm näher, Sel. Öffne deine Hand und konzentriere dich. Was ist mit dir? Weil er, hast du auch trainiert? Den Tag, ich wette, ich bin mittlerweile stärker als du. Haha, da bin ich sicher. Komm schon her. Ja, ja. Wow, immer langsam. Wenn ich umkippe, kann ich dem Direktor nichts berichten. Er kann tatsächlich Feuer wirken. Oh. Das war der Hammer, Sail. Das ist geschafft. Kira der Sonnenwende. Sind das beiden Großen? Wenn ihr eure Pflichten als Babysitter erledigt habt, würde ich gerne euren Bericht hören. Sofort, Direktor. Können wir mitkommen? Ihr wollt nicht wirklich in die Zenith-Akademie, das könnt ihr mir glauben. Gehen wir Brew Gates. Ich vermute nur immer, wie man die Namen ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Teilweise. Hey, der Vollmond steht am Himmel. Er hat recht. Wollt ihr wieder zur verbotenen Höhle gehen? Verbotene Höhle. Haben wir schon versucht. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, aber letztens haben wir doch beschlossen, dass die Rune durch den Vollmond vielleicht feinfühliger wird. Wird sicher funktionieren. Moraine wird beeindruckt sein und euch beide sofort in die Ausbildung nehmen. Und dann dürfen wir diese Insel endlich verlassen. Was wäre in der Sommerwelt und unsere Ausbildung stattdessen aufschieben? Nein, sicher nicht. Nur das beschwöre mir, nachdem ich sie geöffnet habe. Wenn ich sie öffne, meine ich. Also gut, los geht's. Hier erst nochmal Moon Travel. Nochmal hier rein. Hallo, moin. Wer bist du? Ich hoffe, ihr steckt nicht wieder in Schwierigkeiten. Ihr müsst wirklich aufhören, in die verbotene Höhle zu wollen. Ich hoffe, ihr steckt nicht wieder in Schwierigkeiten. Bis jetzt hat es seinen eigenen Charme. Hat das Kampfsystem erinnert halt sehr stark an Chrono Trigger. Aber ansonsten. ZZZZ. Okay, er schläft. Das hier ist ein Inn anscheinend. Ich weiß, ihr wollt Elina und Urgels finden, aber es wird langsam spät, bald die Schafenzeit, ja? Okay, wo geht's denn hier lang? Wer bist du denn? Denkt dran, Junglinge, die Himmelsweide war ein Geschenk der großen Atlas, behandelt sie jetzt respektvoll. Warte. Okay, hier ist nix. Es ist schon komisch, ein RPG zu spielen, das, ich sag mal, sehr klassisch gehalten. Ich kann einfach runterspringen. Okay. Das sehr klassisch gehalten ist. Kann ich hier da? Huch, hier ist aber nix. Wo sind die denn hin? Wahrscheinlich teleportiert oder so.
ist sehr aufregend, so ein Spiel wieder zu spielen. Das sehr an Super Nintendo und GBA Spiele. Okay, das hier ist der Chrono Trigger gerade. Okay, wahrscheinlich wurden sie nicht teleportiert, sondern sind hochgeflogen, weil da fliegt irgendwie was. Okay, das ist wirklich sehr Chrono Trigger. Das finde ich irgendwie komisch, dass man sich so inspirieren lassen hat. Okay, dann speichern wir hier nochmal kurz, bevor wir was anderes machen. Ist cool, dass ich noch Safety-Saves machen kann. Und nicht nur eins Speicherpunkt habe. Zur Auswahl. Geschafft, Zeit für eine Snackpause. Ehrlich? Was? Ich bin nicht hungrig. Ja, wir sind erst vor ein paar Minuten weg. Hört mal, ohne Snack auf der Reise ist es doch kein echtes Abenteuer. Außerdem habe ich was Besonderes dabei. Hier. Sandwich. Okay, sie essen es. Oh, das ist echt gut. Ja, absolut. Freut mich, dass ihr es mögt. Das ist die Marmelade, ich habe Harz von der Himmelsweide verwendet. Dafür bekommst du Schwierigkeiten. Und wenn ihr es verratet. Hahaha. Okay, jetzt öffnen wir jetzt das Tor, oder? Also gut, wie funktioniert das? So wie Elena es mir gezeigt hat. Die Hand öffnen und konzentrieren. Du schaffst das, weil er... Vielleicht kann das ja auch nur... Sail? Aber anscheinend schaffst du das auch. Ich wusste es. Es hat geläutet. Das weiß jeder. Es funktioniert. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Da freut sich aber jemand. Und was jetzt? Der Direktor muss das Läuten der Glocke gehört haben. Sollen wir warten, bis er auftaucht? Gehen wir einfach rein. Das ist doch unser erstes Abenteuer. Ja, dann sieht der Direktor, dass wir keine Angst haben. Aufregend, los gehen wir. Ihr seid so dumm. Ihr seid Kinder, aber ihr seid dumm. Verbotene Höhle. Oh, die Musik. Sehr schön. Nicht ins hohe Gras. Vom Pokémon. Okay, rechts. Was sind da? Rechts? Da drüben sind Monster. Versteckt euch. Das sind Schnecken. Ich dachte, Evermist Island wäre sicher. Shit, das gilt nur für Moonrattle. Gehen wir lieber, die sehen gefährlich aus. Eine gute Idee. Oh nein. Achso, da ist noch eins. Nicht gut, wir sind umzingelt. Vielleicht solltet ihr eure Kräfte einsetzen. Dazu sind wir nicht bereit. Und jetzt? Ich weiß nicht, versucht es. Okay, ich konzentriere mich. Achtung, es bereitet irgendetwas vor. Komm schon, komm schon. Zell, Achtung. Oh nein. Ah! Sein Auge. Nein, Gal. Mein Auge. Es tut so weh. Ich sehe nichts. Es gibt keinen Komm. Ich will wieder angreifen. Oh, die werden einfach niedergemäht. Von wem? Ihr wart das also. War aber auch Gals Idee, hier reinzukommen. So einfallsreich wie leichtsinnig, wie ich sehe. Direktor Gal braucht Hilfe. Es fühlt sich besser an. Er hat einen Heilzauber gemacht. Wie alle gewöhnlichen Kinder von Mooncradle sollte sich gar nicht mit den Angelegenheiten der Krieger der Sonnenwende befassen müssen. Es tut mir leid, Direktor, das war meine Idee. Hey. Sei froh, dass dich diese Lektion bloß ein Auge gekostet hat, junger Freund. Wow, was ist das für ein Arsch? Was euch beide betrifft, so will ich eure Bitte nach Ausbildung gerne nachkommen. Folgt mir. Und den lassen wir jetzt einfach hier heulend stehen, oder was? Ich wollte schon sagen. Aber das ist gerade ein bisschen alles sehr schnell passiert. Plötzlich verliert er da ein Auge und dann werden wir ausgebildet. Kümmert euch um den Verwundeten und tröstet das arme Kind.
Er beschwert sich zwar nicht, aber bitte schickt nach mir, falls die Schmerzen zurückkehren. Verstanden, Direktor. Ihr werdet euren Freund für lange Zeit nicht sehen. Falls ihr ihm noch etwas sagen möchtet, tut es jetzt. Ich... Kann er nicht mit uns kommen? Lange ist lange eine Woche? All die jugendliche Ungeduld. Die Ausbildung von Kriegern der Sonnenwende dauert Jahre. Jahre? Gibt's nicht. Ja, ihr wolltet das so, aber... Meine Freunde müssen noch viel lernen. Schlag vor, du nutzt die Zeit, um über die heutigen Geschehnisse nachzudenken. Mit etwas Glück kommst du vom Gedanken ab, eine Bürde tragen zu müssen, die nicht deine ist. Leute, vergesst mich nicht. Niemals. Wir werden hart trainieren, dann geht es vielleicht schneller vorbei. Okay. Und jetzt fliegen sie nach oben. Oder teleportieren sich nach oben. Eins von beiden. Okay. Das ist quasi ein Aufzug. Willkommen in der Zenith-Akademie. An diesem Ort des uralten Wissens werdet ihr alles lernen, was wahre Krieger der Sonnenwende ausmacht. Wir haben schon so lange darauf gewartet. Beginnen wir. Bevor? Morgen steht, denke ich, eine ordentliche Einführung an. Seht euch nun vor. Wir fahren weiter nach oben. Dass da überall Löcher sind, das... Die können da einfach runterfallen. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ich sehe ein bisschen von unten. Also Mooncradle sehe ich ein bisschen. Hintergrund? Ne, jetzt nicht mehr. Wo sind wir denn jetzt? Willkommen im Klassenzimmer im Himmel. Okay, das ist das Klassenzimmer. Oh, es ist wunderschön. Ich fühle mir eine seltsame Aura, genau wie damals, als ich die verbotene Höhle öffnete. Damals. Gut, dass dir das auffällt. Die Nähe zu den Sternen hilft neuen Rekruten dabei, sich mit ihrer inneren Magie vertraut zu machen. Es ist vielversprechend, dass du sie schon früher fühlen konntest. Seil ging es gleich, wie Erlina mir erzählte. Ach, das war doch nur ein schwaches Gefühl. Sie haben keine Ahnung, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Vielleicht ist es besser so. Nun, in den vielen Jahren, die ihr an der Zenith-Akademie verbringen werdet, lernt ihr alles über die Pflichten der Krieger der Sonnenwende. Von der Magie, die euch das Schicksal gab und dem Bösen, das sie läutern soll. Wir lernen auch, wie man kämpft, oder? Natürlich. Ihr werdet eure Tage mit dem Trainieren und Studieren, aber hauptsächlich mit Nähen verbringen. Nähen? Das klingt langweilig. Nur ich versichere euch, dass es das ist. Nichtsdestotrotz ist eine Pflichtaufgabe. Als ihr unseren Orden beitreten, beginnt damit, ihren Willen in einem verzauberten Stück Stoff einzuweben. Grundlage eines Kriegers der Sonnenwende. Es handelt sich dabei um ihre wertvollsten Besitz. Er garantiert an den dunkelsten Orten Licht und bietet Schutz vor den Schergen des Flashmancers. Als sie das nicht übersetzt haben, Flashmancer. Doch erst müsst ihr von euren Pflichten lernen und trainieren, bis eure Muskeln brennen. Wenn eure Körper und euer Verstand reif sind, werdet ihr ein magisches Stück Stoff erschaffen, das selbst der Sterne würdig ist. Anschließend werdet ihr jenseits der verbotenen Höhle den Ältesten des Nebels treffen, da nur er allein euch den Titel eines Kriegers der Sonnenwende verleihen kann. Nähen. Ich verstehe, dass ihr euch anders erhofft habt, doch für das Erste ist dies eure Aufgabe. Jahrelang nähen. Das wäre für heute alles. Ihr werdet viel Zeit in diesen Hallen verbringen, also richtet euch hier gut ein. Links von euch befindet sich der Übungsraum, dorthin begibt ihr euch morgens zuerst. Gleich dort oben befindet sich meine Gemächer. Natürlich ist euch der Zutritt verboten. Und rechts von euch seht ihr die Schafseele, sucht euch Betten aus, die mit eurer inneren Magie im Einklang stehen. Ihr könnt euch gerne umsehen und schlafen gehen, sobald ihr soweit seid. Gute Nacht. Also spiele ich wieder? Okay. Dann gehen wir mal in den Trainingsraum. Okay, hier ist erstmal nichts. Oder seid ihr ja? Moraine findet also endlich, dass ihr bereit seid. So, dann schauen wir mal uns hier ein bisschen um.
Okay, das ist nur zum Klettern. Zum Hochgehen. Kann ich hier. Das sieht aus wie das Tor. Aber da kann man nichts öffnen. Okay, da. Das ist eigentlich alles, was man hier machen kann, so wie es aussieht.